Folge 26 mit dem Landcruiser alleine durch Afrika mit Matthias Meslecki. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Ja, hallo Matthias, ich bin auf dich gestoßen, weil ich irgendwie habe ich deinen Blog irgendwo gesehen und gesehen, dass du alleine mit dem Geländewagen durch Afrika gefahren bist. Und ja, das hat mich interessiert. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Stell dich so ein bisschen vor, dass die Podcast-Hörer, dass die dich ein bisschen kennenlernen. Ja, hallo Micha. Wie gesagt, ich heiße Matthias. Ich bin Diplom-Ingenieur und mittlerweile auch schon 63 Jahre alt. Hab vor 20 Jahren damals noch in Familie mit Kindern und Frau eine einjährige Reise nach Indien und zurück gemacht mit einem Expeditionsmobil. Und Familie gibt's nicht mehr, ist alles restlos auseinandergebrochen und ich bin dann alleine übrig geblieben und habe mich dann irgendwann erinnert aus dieser Zeit, man muss eigentlich auch noch mal irgendwas tun. Und dann habe ich dieses Projekt Afrika aus der Mottenkiste meiner Erinnerung quasi so hervorgeholt und habe dann 3 Jahre lang dafür gearbeitet, gespart und eben auch vorbereitet. Ja, und du bist ganz allein mit dem Geländewagen von Nord nach Süd durch Afrika gefahren. Ja, und ich habe sicher irgendwo Freunde gefragt, ob die mitkommen würden, aber geplante 6 bis 8 Monate und doch heftige Kosten und dann die so viel beschworenen Gefahren in Afrika durch wilde Tiere, Krankheiten und böse Menschen, hat die meisten eigentlich alle davon abgehalten. Und dann habe ich gesagt, ehe ich hier irgendwo versauere, dann tue ich das einfach ganz allein. Ja, ja, ich meine, da bist du ja auch nicht der Erste. Es gab ja schon Leute, die sind mit dem Motorrad alleine durch oder mit dem Fahrrad. Ja, nun, also gehen tut es ja. Nun habe ich sicher große Probleme mit meiner Gesundheit und mein Orthopäde hat vorher auch gesagt, ich bin so ziemlich wahnsinnig, dass ich sowas machen möchte. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich ein vernünftiges Fahrzeug zusammenbekomme und das auch gut ausstatte und ausrüste, muss es einfach machbar sein. Und das war es dann letztendlich auch. Ich habe lange gesucht, ehe ich ein geeignetes Fahrzeug gefunden hatte, weil hier in Norddeutschland, also Berlin und noch weiter hoch, gibt es relativ wenige Fernreisende. Und es gibt auch kaum einen Markt für solche Fahrzeuge. Da muss man dann wirklich nach Bad Kissingen oder nach Alsfeld. Und ich habe dann auch dann in Süddeutschland das entsprechende Fahrzeug gefunden und das ja für viel Geld ausgebaut oder ausbauen lassen. Bei Toms Fahrzeugtechnik ist vielleicht eine Größe in Deutschland. Und der hat das auch also exquisit gut gemacht, muss ich mal sagen. Sehr zuverlässig. Mhm. Ja, aber du hast einen Toyota Land Cruiser gefahren, oder? Ja, naja, ich hatte in Bad Kissingen mir dann einen Land Rover ausgesucht und habe dann da am Lagerfeuer so ein Spezi gefunden, der sehr, sehr wissend sein sollte. Haben sie alle geraten, geh mit einer Flasche Bier zu ihm und frag, ob du diesen Rover, der da vorne steht, für 14.000 Euro kaufen kannst. Und da bin ich dann hin, gebe ihm die Flasche Bier, er steht auf von seinem Lagerfeuer und ich sage, ich möchte gerne alleine Afrika durchqueren. Dann guckt er mich von oben bis unten an und fragt mich, ob ich reisen will oder schrauben. Dann habe ich gesagt, reisen. Und dann meinte er, naja, so siehst du auch aus. Und hat gesagt, nee, leg noch ein paar tausend Euro drauf und nimm keinen Land Rover, sondern Land Cruiser. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Ja, ich hatte früher auch einen Kunden, der öfter zu mir kam, mit dem habe ich mich immer gut unterhalten. Der ist nach Indien gefahren, ich glaube 2 oder 3 Mal. Einmal mit dem Land Rover und seine Mitfahrer, das waren 2 Toyota Land Cruiser Fahrer. Mhm. Und da hat er immer gesagt,
Und die haben sich dann abends mit dem Liegestuhl vors Auto gelegt und haben ein Buch gelesen. Und ich habe mich erstmal unter meinen Land Rover gelegt und habe alles nachgeguckt und die Schrauben festgedreht und so weiter. Der fährt inzwischen auch Land Cruiser. Ja, der hat mir auch so einen kleinen Scherz erzählt, den ich auch wirklich durch ganz Afrika getragen habe. Vollkommen ohne Rücksicht auf Cruiser- und Rover-Fahrer. Der hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem afrikanischen Schwarzen und einem Land Rover-Fahrer? Da hat er gesagt, ja, der Schwarze hat weiße Handinnenflächen. Das Ding kam immer überall gut an. Ja, stimmt. Und ich habe auch auf der Reise doch, also würde ich sagen, wenige waren es nicht. Gut, in diesen riesen Entfernungen und Dimensionen waren es nicht viele, aber eigentlich immer nur Rover gesehen, die gestanden haben und haben geschraubt und gebaut. Ja, ist eigentlich schade, dass die Technik nicht besser im Griff haben. Die Land Rover gibt es ja eigentlich schon ewig. Tja. Ja. Aber wenn du Nachrichten guckst, siehst du immer nur Land Cruiser rumfahren. Ja, naja, du hast eben auch die größte Chance, in den abgelegenen afrikanischen Gebieten vielleicht doch irgendwo mal einen Schrauber zu finden, der noch irgendwas Altes drumliegen hat, was dann bei dir reinpasst. Ne? Das ist bei Cruiser einfach mal die Wahrscheinlichkeit ist höher. Na ja, klar, die fahren ja auch überall rum, gerade in Afrika. Ja, gerade deswegen. Und der Ausbau war natürlich doch ziemlich teuer, denn ich habe dann wirklich dafür gesorgt, Solarzelle auf dem Dach und so ein Batteriemanagementsystem und die Batterie auch so mit spezieller Halterung, damit es sie nicht rausreißen kann. Ja, und Seilwinde und Sandbleche, ja, was halt alles dazu gehört, aber ich wollte das auch alles haben. Ich habe dann sogar, weil ich alleine unterwegs war und weil ich durch meine Wirbelsäule auch gar nicht in der Lage bin, diese riesen Reifen zu wechseln, habe ich mir dann so ein Gestänge oben auf dem Dach gebaut, was ich durch verschiedene Ösen schieben kann, um dann mit einer Kralle die Reifen abzuziehen und sie dann mit einem Flaschentuch hoch oder runter zu ziehen. Ich habe es Gott sei Dank so nicht gebraucht, aber ich habe es dabei. Ja, in Afrika findest du ja immer hilfreiche Hände. Und die Medikamentenkiste, die war riesig groß. Also was ich in der Medikamentenbox alles drin hatte, das war schon unglaublich. Und ich habe unheimlich vielen anderen helfen können. Ja. Weniger mir selber. Na klar, das ist wichtig. Da hilft man sich gegenseitig. Ja, und ich war auch der Meinung, so Regenschirmeffekt, wenn man es mit hat, braucht man es vielleicht nicht. Was interessiert dich unterwegs so, wenn du so unterwegs bist, so, also jetzt gerade auf der Reise in Afrika, was hat dich da interessiert, was hast du gerne angeschaut? Ja, wie generell das Reisen. Also ich bin kein Typ, der irgendwo Pauschalurlaub machen kann. Das habe ich voriges Jahr mal gemacht, auf einer 8-tägigen Reise nach Malta. Das war ganz schrecklich für mich. Naja, aber wenn ich so unterwegs bin, dann interessieren mich schon die Menschen, muss man einfach sagen. Landschaften sicher auch, grandiose Landschaften. Also weiß ich, in Afrika, dieses Simiengebirge, das ist mir einfach mal der absolute Hammer. Das ist wirklich irre. Fast wie nicht auf dieser Erde. Also das muss einen schon beeindrucken. Aber dass denn da eben auch noch Menschen leben, ne? Und wie die so leben, das ist, oder in der Sahara. Also abgelegen und trocken und nichts grün und trotzdem leben da Menschen. Und die dann kennenzulernen und mit denen da nachts zusammenzusitzen, da zu übernachten, das ist einfach mal, ja, das finde ich spannend. Ja. Das ist auch so ein Haupt. Ich habe halt schon immer im Fernsehen geschaut, wenn so über solche fremden Völker und Länder berichtet wurde. Schon also seit Kind habe ich das angeschaut und bin natürlich in der DDR groß geworden. Das heißt, ich konnte das natürlich nicht ausleben. Habe sicher natürlich alle Möglichkeiten, die es im Osten damals noch gab, zu reisen, alle mitgenommen. Und dann war aber irgendwann Schluss, dann hört es eben auf. Dann war Bulgarien, Rumänien und die anderen Länder einfach mal, es waren einfach mal nicht mehr. Ja, deswegen, ja, das war ja schwierig damals. Da habe ich dann vor der Wende schon versucht, in die Freundschaftsgesellschaft DDR Indien einzutreten, um mal nach Indien zu kommen. Da bin ich noch nicht mal am Pförtner vorbeigekommen. Also es war alles phänomenal. Es war nicht ein einziger Deutscher war Mitglied der Freundschaftsgesellschaft DDR Indien. Ja, und als die Wende dann kam, habe ich natürlich diese
diese DDR-Dependance dieser deutsch-indischen Gesellschaft, die es ja schon sehr, sehr lange gibt, dann mitgegründet. Und so bin ich damals dann auch zum ersten Mal nach Indien gekommen. Hm. Eben auch mit Fahrzeug und mit Familie. Ja, und deswegen kam dann irgendwann Afrika. Ja. Schwierig war. Gab's, ja. Gab's auch schwierige Momente in Afrika auf deiner Solo-Tour? Naja, das größte Problem war natürlich überhaupt nach Afrika zu kommen. Wir wissen ja, dass die gesamte arabische Welt, die natürlich quasi am Anfang dieses Kontinents und links und rechts daneben liegt, aus den Fugen geraten ist. Und wie kommt man per Fahrzeug dorthin? Das war ein riesengroßes Problem. Also die ganzen Fährverbindungen, die sind mal gefahren oder wurden komplett eingestellt. Logischerweise der Krieg in Syrien hat den Landweg über diese Strecke dort hinten also vollkommen verbaut. Es war wirklich eine Katastrophe. Also die Monate davor, dieses ständige Recherchieren und Telefonieren mit irgendwelchen Botschaften, das war schon eine Katastrophe. Und hatte dann eben diesen Weg gefunden, über Italien mit einem Frachtschiff nach Israel zu kommen. Und ja, bin da auch angekommen in Israel. Ja, ich sag mal sehr ehrlich, nicht gut behandelt worden mit dem Fahrzeug. Die haben mich also auseinandergenommen, also wie verrückt. Bin dann nach Ägypten eingereist in der Hoffnung, dass ich dann über den Sinai dann irgendwann auch Nordafrika erreiche. Habe ich aber nicht, weil mich die Ägypter dann wieder rausgeschmissen haben. Also mich eben gesagt haben, Allradfahrzeuge dürfen da nicht fahren. Die Herren Extremisten stehlen am liebsten Allradfahrzeuge, um sich vor der Armee und der Polizei in Sicherheit zu bringen in der Wüste. Und dann stand ich auf einmal wieder in Israel und die haben mich natürlich dann erst recht, die haben das ganze Fahrzeug zerlegt. Also das war dann Verzweiflung pur. Dann konntest du nur noch fliehen in Richtung Jordanien, was auch nicht auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Und dann hörte quasi die ganze Reise auf. Eine Odyssee durch viele, viele, viele Botschaften begann und Konsulate und alle sagten, nein, geht nicht. Ja, ja. Da war ich sicher am Ende. Und dann irgendwie durch Zufall bin ich in diese sudanesische Botschaft geraten und die habe ich dann gefragt, ja, darf bei euch auch kein Allradfahrzeug fahren, denn wenn das so ist, dann kann ich Afrika abschreiben. Nö, im Sudan brauchen sie doch Allrad. Wir bestehen doch fast nur aus Sahara. Müssen sie doch haben. Ich sage, das darf man? Ja. Aber wie komme ich da hin? Na ja, indem sie von Jordanien mit einer Shipping Agency ihr Auto verladen lassen in Container und dann rüberschippern. Und das war wie ein Wunder. Das ging dann. Ja. Hat zwar 3 Wochen gedauert, aber das Fahrzeug war dann irgendwann mal im Sudan. Das war eine sehr, sehr, sehr teure Angelegenheit, weil die Herrschaften dort, die haben es wirklich in Größenordnung genommen. Ja, neben tun sie immer gern. Also nur das Fahrzeug im Hafen vom Port Sudan entgegennehmen waren $1,000. Ja. Über einen Tag verteilt. Aber ja, das hat natürlich das Budget ganz schön angerissen. Oh, ich musste ja fliegen. Von Aqaba in Jordanien, dann nach Amman, in die Hauptstadt von Amman, nach Dubai, von Dubai nach Khartoum, die Hauptstadt vom Sudan, von Khartoum nach Port Sudan. Ja. Verrückter Weg. Mhm. Naja, die Unsicherheit, wenn du dann so da immer hin und her geschickt wirst und weißt nicht, wie kommst du jetzt überhaupt weiter? Hab leider auch erfahren müssen, und das war damals in Indien auch schon so, wie, ich sag mal, man muss schon fast sagen, schlecht man von unserer eigenen deutschen Botschaften behandelt wird als Fernreisender. Hatte ich da auch das Gefühl, dass sie mich so ein bisschen als Spinner abgetan hatten. Ja, warum muss man da alleine durch Afrika durch? Aber die haben mir überhaupt nicht geholfen. Gar nicht. Gegenteil. Mhm. Ja. Wir befürworten diese Reise, die Sie da unternehmen, nicht. In dem Moment können Sie auch nicht auf unsere Hilfe zählen. Aber es ist meine Botschaft, ne? Also aus meinem Land. War für mich unfassbar. Ist aber so.
Ich hatte das in Syrien, als da noch Frieden war, schon mal erlebt, in Damaskus und in Neu-Delhi in Indien auch. Also das scheint tatsächlich eine Art System zu sein, ich weiß es nicht. Ja, andererseits sind wir ja eigentlich ein freies Land hier in Deutschland. Tja. Ist ja nicht mehr so wie früher in der DDR, dass da irgendjemand es befürworten muss, was wir machen. Aber die drei Beispiele, die ich jetzt genannt hatte, waren alle in für mich bundesrepublikanischen Zeiten. Ne? Ja. Ja, und vom Sudan aus ging es dann einigermaßen erträglich weiter, oder ja, ging es dann richtig eigentlich gut? Ja, na klar. Also meine, im Sudan, ich habe dann wirklich, bin viele durch die Sahara gefahren und habe mir dort weit abgelegene Orte und Baulichkeiten angeschaut. Das war schon spannend, da alleine zu sein. Daran musste ich mich auch erst gewöhnen, weil ich das bisher noch nie gemacht hatte. Solange die Sonne scheint, ist das immer ganz nett. Aber das wird ja dann so furchtbar schnell finster. Und dann in dieser Einsamkeit, mich hat dann auch die Rockmusik am Leben gehalten. Ich hatte ein paar Sticks mit ein paar vernünftigen Platten von Black Sabbath und den Stones und allen möglichen mit. Die haben mir dann da auch geholfen. Ja. Naja, und weiter von Äthiopien dann, klar. Dann vom Sudan nach Äthiopien. Ein wahnsinniger Unterschied. Also es ist schon verrückt, wenn man diese Grenzstation dort erreicht, das mal gesehen hat. Im Sudan ist ja nun Alkohol mehr als strikt verboten und alle rauchen. Männer, Frauen, fast schon Kinder rauchen auch noch wie die Verrückten. Dann fährt man über so eine Kordel, über so eine uralte, was dann die Grenze bedeutet, ist auf äthiopischer Seite und alle saufen und keiner raucht mehr. Weil da ist halt Bier erlaubt und links und rechts der Straße, direkt hinter diesem Grenzkordel, eine Bar an der anderen. Das war total skurril. Aber natürlich toll, weil man dann auch Durst hat. Weil der Sudan ist verdammt trocken. Aber an sich ein Land, wo ich sagen muss, ich war da fast 5 Wochen im Sudan. Die Leute sind schon irgendwo toll. Also die Gastfreundschaft war riesig. Und ich habe mich nicht ein einziges Mal an keiner Stelle irgendwie unsicher gefühlt. Also der Sudan hat ja ein relativ als politisches Regime einen schlechten Ruf, aber die Menschen selber, also ich muss sagen, nee, hat mir zum Teil auch richtig gefallen. Ja. Und wie bist du dann weitergefahren von Äthiopien, dann in Kenia? Oder? Äthiopien, hinter Äthiopien kam dann Kenia, ja. Das war dann sicher das wirklich einzig wirklich Problematische, was ich aber nicht mitbekommen hatte. Also diese Grenzstation zwischen Äthiopien und Kenia, Moyale, hatte dann immer gefragt, gibt es hier irgendwelche Probleme? Kann man hier von, ja, nö, ist alles in Ordnung. Und Stempel rein und dann weiterfahren. Dann habe ich mich nur gewundert, warum ich auf dieser Buschpiste dann wirklich tagelang der Einzige war und nur hin und wieder mal ausgebrannte Autos gesehen hatte. Aber dann, ja, wie ich dann an so einem Camp ankam, sagten, bist du verrückt, wo kommst du denn her? Hier sind doch Unruhen, es gab ja gerade erst 48 Tote. Ich sage, ach, hey. Die Piste war so schlecht, dass ich gedacht habe, mein Auto zerlegt es komplett, weil das kann ein Auto eigentlich gar nicht aushalten, aber ich war dann eigentlich mit jedem Stein, über den ich gefahren bin, beschäftigt und habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Habe einfach nur großes Glück gehabt. Also, ich habe es nicht gewusst. Ja. Man kann sagen, gut so, aber es war auch das einzige wirklich extrem große Risiko, was ich eingegangen bin. Ohne es zu wissen. Naja, und dann eben ist es ja doch ein ganzes Stück, immer dann in Kenia dann wirklich wieder in, ich sag mal, gute Qualität der Straßen erreicht, wo man dann auch vorwärts kommt. Aber das Land hat sich eben auch sehr verändert. Also die Kriminalität in diesem Land ist nicht zu unterschätzen, muss man einfach sagen. Ja. Ich habe eine Menge nicht selbst, aber knapp daneben erlebt, wo es auch fürchterlich schief gehen kann. Was leider immer schlimmer wird. Schade drum. Tolles Land eigentlich. Ja.
Warst du auch in Uganda? Nein, Uganda war ich nicht. Bin quasi dann von Kenia weiter runter, bin dann zum Kilimanjaro, noch auf der Seite Kenias, habe dann auch abends in einer Bar gesessen und habe Fernsehen geguckt, bei einem Bierchen. Und da sah man dann, wie die Granaten von irgendwelchen Terroristen in eine Strandbar einschlugen. Und genau da wollte ich eine Woche später sein. Bin dann trotzdem hingefahren, weil ich gedacht habe, na, jetzt passt die Armee vielleicht ein bisschen auf. War dann auch so. Und bin dann an der Küste runter in Richtung Tansania. Und da war das nun wieder das Sicherheitsproblem dann eigentlich keins mehr. Also ja, Wie war es in Tansania? So vom Land und Leute. komplett anders. Also es ist verrückt. Das ist ja eigentlich ein Kulturkreis. Sie sprechen die gleiche Sprache. Eins ist ja Tansania, die alte deutsche Kolonie Ostafrika. Und Kenia ist ja das britische Kenia. Nun hat ja Tansania auch 20 Jahre sozialistische Entwicklung hinter sich. Und das siehst du dem Land komplett an. Verrückt. Viel, viel schwieriger, dich zu ernähren als in Kenia. In Kenia ist der kleine Kapitalismus in Form von Bauernmärkten, von kleinen Geschäften, ist komplett überall da und zu finden. Aber in Tansania fährt man eben auch von Dorf zu Dorf und muss sehen, ob man irgendwo überhaupt einen Laden findet und geschweige denn dann auch offen hat und dann auch noch ein gewisses Angebot hat. Ist natürlich in Großstädten wie Dar es Salaam oder so, ist es natürlich anders, aber so übers Land zu fahren ist anders. Aber es geht natürlich trotzdem. Meine geliebten Kokosnüsse, die ich jeden Tag getrunken habe, gab es auch. Ja, die kann man ja hier bei uns nicht genießen. Ja, und dann eben auch, ne, klar, wenn man in Dar es Salaam ist, dann macht man natürlich eine Fahrt nach Sansibar. Sansibar gehört ja pro forma zwar irgendwo zu Tansania, aber sie haben ja doch eine ziemliche Autonomie. Es gehörte auch damals nicht zur deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika, Sansibar, weil es sehr, sehr muslimisch ist. Und auch das verändert sich im Moment sehr, sehr rasant, dass es also immer mehr Anschläge auf Bars gibt, die eben vermeintlich westlich agieren. Auch auf Touristen gibt es Anschläge. Also die Welt ändert sich. Da eben auch, leider. Aber es ist trotzdem alles gut gegangen. Ich bin dann weiter von Tansania. Sind ja alles noch tausende Kilometer Richtung Malawi. Und das ist dann schon wieder ein Land, was vollkommen anders ist. Hatte immer einen heiden Respekt natürlich. Der Malawisee ist ja der drittgrößte Süßwassersee der Welt. Aber da mit barfuß am Strand lang zu laufen, ist eben auch ein gewisses Risiko. Diese Bilharziose, die es da überall gibt. Ich hatte da doch einen heiden Respekt davor. Und gerade wenn man alleine reist und sich dann irgendwie im Extremfall nicht helfen kann, musste ich vorsichtiger sein als vielleicht andere Reisende. Naja, und so kann man natürlich jetzt erzählen, wie die Perlenschnur der Länder dann bis Südafrika, bis Kapstadt weitergeht. Je weiter man nach Süden kommt, desto einfacher wird eigentlich das Reisen. Desto mehr Service hat man auch in diesen kleinen Orten und Städtchen. Man kann eben sich leichter ernähren. Es gibt auch mehr Camps, die durchaus auch von vielen Weißen betrieben werden, bei denen auch ein guter Service da ist, ein guter Standard. Also auch gerade auch bei den Toiletten. Das findet man als sehr schön, weil im nördlichen Afrika ist die Hygiene, über die so wenig Reiseschriftsteller und Reiseblogs berichten, die aber doch mitunter Tagesproblem ist, dass jeden Tag über das wird wirklich wenig berichtet. Aber es ist eben angenehm, wenn man eben in Breitengrade kommt, die gerade auf Hygiene mehr Wert legen, und das ist schon eine schöne Sache. Ja.
als Tipp für die Hörer, ich habe in Sudan, Äthiopien eben wirklich einen entscheidenden Fehler gemacht, obwohl ich mal ein Jahr in Indien war, aber ganz einfach, wenn man sich dort die Hose runterzieht und sein Geschäft machen will und diese ganze Flugviecher, die alle fliegen, krabbeln und beißen, die lieben ja einen weißen Hintern geradezu, die kommen von allen Seiten. Das ist bei mir so gewesen, dass ich meine ganze Oberschenkel und Po waren voller eitriger Stellen, die sich alle entzündet hatten, weil ich eben einen einfachen Tipp eigentlich nicht gewusst habe oder auch nicht dran gedacht habe. Hose runter und als erstes mit der Sprayflasche hinten drauf. Das hat mir dann eine englische Reisende verklickert, dass sie sagt, warum hast du das nicht? Ja, jetzt, wo du es sagst. Und habe es dann von da ab auch immer gemacht, in den ganzen Monaten. Und das war auch gut so. Aber ich konnte stellenweise gar nicht mehr Auto fahren, weil ich nicht sitzen konnte. Ne? Weil alles eitrig war. Also das war richtig heftig. Ja. Kleinigkeit, aber wichtig. Na klar, so Kleinigkeiten sind es dann oft, die sich an größeren Sachen hindern. Ja. Ja. Ja, du hast in deinem Blog und im Vorgespräch hast du gesagt, du hast irgendwo eine Gemeinde kennengelernt und die willst du so ein bisschen unterstützen. Ja, ich habe in Malawi, in Malawi war das, die haben quasi so eine Demonstration auf der Straße, also ein schwarz gekleideter Pastor und dann viele weiß und schwarz gekleidete Schwestern, die alle hinterher. Die demonstrierten und sammelten Geld für die Elektrifizierung ihrer Kirche. Und dabei habe ich den Pastor kennengelernt. Und wir sind dann tagelang zusammen gewesen. Das war für mich, also unter welchen Bedingungen die dort dieses christliche Leben gestalten, das war für mich schon unglaublich. Und ich habe halt auch gesehen, wie in so einem Land wie Malawi mit 85% Christen, der Islam also so massiv auf dem Vormarsch ist, indem eben mit viel, viel Geld aus Singapur, aus Malaysia, dort in jedem Dorf, wo auch gar keine Moslems mitunter sind, wird eine nagelneue Moschee hingestellt. Die Kinder gehen in die Koranschulen, lernen dort eigentlich nur beten. Das hat mich ein bisschen alarmiert. Und der Pastor erzählte mir dann eben auch von den Problemen, dass es eben die christlichen Gemeinden sind, die sich darum kümmern, dass in den Dörfern so eine kleine Schwesternstation eingerichtet werden, dass die Bauern wirklich, ich sag mal, fast unterrichtet werden, wie man Fertilizer, also hier, wie man Dünger benutzt, wie man Samen ökonomisch benutzt. Und die unterstützt eigentlich keiner. Und dann habe ich gesagt, nee, also irgendwie, wenn ich wieder nach Hause komme, ich versuche euch irgendwie weiterzuhelfen mit meinen bescheidenen Mitteln. Und ich habe ja quasi auch ein Buch über diese Reise geschrieben und ich fahre ja durch die Landen und mache auch Lesungen. Und bei diesen Lesungen frage ich halt auch immer, können wir denn für dieses Projekt in Malawi, ich zeige dann auch Fotos und Bilder, kann man dafür was machen und ein paar Euro übrig. Die schicke ich also direkt dorthin. Also da gibt es keine Organisation, die dazwischen steht. Und das sind jetzt ein paar tausend Dollar geworden. Auf meiner Website kann man auch sehen, welche Überweisung wann weitergegeben worden ist. Das hilft denen unglaublich. Und unabhängig davon nennen sie mich jetzt immer Brother Matthias. Aber es ist schon... Ist schon wichtig, sage ich mal, für mich jedenfalls. Und dieser Kontakt, vielleicht fährt man auch mal wieder hin und schaut sich das an, was sich da verändert hat. Ja. Ja, da kann man ja mit für uns kleinem Geld kann man ja in Afrika ziemlich viel erreichen. Ja, diese Kirche oder dieser Kirchenbau, also ganz grobe Backsteine, die sich auch so langsam oder sicher schon auflösen, die haben eben ein riesengroßes, dickes Dach aus lauter Palmenblättern oben auf Palmen und Bananenblättern. Und zur Regenzeit ist es natürlich überhaupt nicht dicht, sodass die Mauern auch kaputt gehen. Ja, und jetzt habe ich schon Bilder, wo eben diese ganze, ich sag mal, das Einzige, was da an die Kirche erinnert, sind die spitzen Fenster oder die spitz zulaufenden Fenster. Glas ist ja auch nicht drin. Ist ein Blechdach oben drauf. Das heißt, ja. Die können also jetzt da drin agieren, auch wenn Regenzeit ist. Ja. Das ist schon nett zu sehen, dass man
die Hilfe dort nicht irgendwo versackert, sondern in irgendwas. Und das nächste, wo jetzt der Pfarrer oder der Pastor dafür sammelt, ist eben ein kleines Moped, ne? Damit er eben seine Gemeinden, die in weit, weit, weit verstreuten Dörfern liegen, dass er eben die leichter erreichen kann als in tagelangen Fußmärschen. Und ich weiß nicht, wie viel ich da noch zusammenbekomme, aber da versuche ich dann auch zu helfen. Weil es, wie gesagt, nicht nur Seelsorge ist, die diese Gemeinde dort betreibt, sondern eigentlich auch Hilfe zur Selbsthilfe. Und das gefällt mir an der Sache. Ja, na klar, Bildung ist immer das Beste, was man machen kann. Weil die kann man kostenlos weiter verteilen. Genau. Gab es mal einen Augenblick, in dem du reisemüde wurdest, gedacht hast, ich breche ab oder ich will wieder heim? Eigentlich nicht. Es war ja, diese Reise ist ja Bewegung. Ich meine, es galt 14 Länder zu durchreisen. Ich wusste, dass ich in Kapstadt ankommen will, weil da hat man dann quasi auch wieder der Container nach Hamburg auch wieder auf mich gewartet. Aber man hat schon immer dieses Ziel vor Augen und man weiß, man muss auch weiter. Aber schön ist es natürlich, dass man eben, wenn man irgendwelche Menschen kennenlernt, so wie zum Beispiel diese Gemeinde oder ganz andere, dass man eben bleiben kann, solange man möchte. Ne? Aber es zieht einen trotzdem weiter und eine Reisemüdigkeit ist nicht aufgekommen. Ich habe dann, nach 5 Monaten, da hatte ich dann so eine Phase, wo ich so Schwächeanfälle bekommen hatte und dachte immer, hey Matthias, jetzt hast du Malaria. Ich war mitten im Busch und bin lange gefahren, ehe ich dann so eine Schwesternstation erwischte und dann rausbekommen hatte, dass ich eben nicht Malaria habe. Es waren aber keinerlei Symptome irgendwelcher Krankheiten da. Ich war einfach nur schwach. Ich konnte kaum das Lenkrad halten, geschweige denn laufen. Hab dann eigentlich 6-7 Tage nur geschlafen. Und dann war das wie weggeblasen. Und dann habe ich natürlich überlegt, tja, was war das jetzt? Du bist über 60. War das jetzt doch ein Tribut ans Alter und eine gewisse Energie, die man in diesen Monaten ja doch gebraucht hat, auch an Konzentration, wenn man allein reist? Wahrscheinlich. Ist schwer zuzugeben, aber ja. Aber ja, ich war Gesundheit da, ist das Wichtigste, was du da hast. Egal, ob daheim oder auf Reisen. Ja, na klar. Und das ging, hatte ich auch trotzdem wieder Glück gehabt. Also nach 7 Tagen war das an einem Morgen wie weggeblasen. Und dann ging das weiter Richtung Kapstadt. Also Gott sei Dank. Ja. Bisschen Glück gehört ja auch dazu. Klar. Wenn ich dran denke über unsere Indienreise damals, meine Frau hatte Malaria, meine Tochter hatte Shigella Enteritis, mein Sohn hatte Amöben und ich hatte das Dengue-Fieber. Also gut, auf einem ganzen Jahr ist das auch nicht sehr, sehr dicht gedrängt, aber es war zum Teil schon sehr heftig. Und davor hatte ich sicher auch in Afrika ziemlichen Respekt. Habe auch wirklich auch Reisende getroffen, die eben, keine Dauerprophylaxe Malaria gemacht haben und die es auch reihenweise erwischt hat, also muss ich sagen. Ja. Viele schwören ja dann immer auf diese Standby-Medikationen, aber kann man machen, wenn man zu zweit reist, aber nicht, wenn man allein ist und irgendwo sowas von abgelegen plötzlich krank wird. Aber selbst das geht gut, also man kann dieses Lariam, was ja eine Dauermedikation darstellt, wo viele immer so Angst haben, ja, es macht Halluzinationen und so, es ist ja Quatsch. Ich habe das damals in Indien fast ein Jahr lang genommen und da war nichts. Und ich habe es jetzt auch über Monate genommen, war auch nichts. Hat mich aber durchaus auch geschützt. Ne? Ja. Wenn wir schon dabei sind, was hast du noch für Tipps für Leute, die so eine Transafrika-Reise planen? Naja, ich sag mal so, Alleinreisen heißt natürlich auch, es allein zu finanzieren. Und ich habe dann irgendwo, also vor der Reise, irgendwo im Internet den Tipp gefunden, ich weiß auch nicht von wem, ich habe es auch nur einmal gelesen, man kann ja eine Route sich ausdenken, die man glaubt zu fahren, das muss ja nicht hundertprozentig so sein, und man unterteilt diese Route in verschiedene Etappen. Und dann rechnet man sich aus, wie groß diese Etappe ist, kleinere, größere, ganz große, ganz kleine, und schaut, wie viele Kilometer ist das. Dann hatte ich berechnet,
Was ist denn in diesem Land, wo diese Etappe ist, mit welchen Spritkosten muss ich rechnen? Und dann habe ich eine Tabelle rausgekriegt aus 35 Etappen mit 35 unterschiedlichen Summen in Euro. Und nun habe ich Sponsoren gesucht und habe gesagt, wenn ihr eine Etappe euch selbst raussucht, dann schreibe ich dir persönlich einen Reisebericht, nämlich von dieser Etappe. Und welche Reaktion ich da bekommen habe, also diese Etappen waren unter Freunden, unter Bekannten, unter Firmen, die ich irgendwoher kannte, die waren sofort weg. Und so habe ich natürlich und hatte dann in meiner Reisewebsite dann natürlich auch eine Kontonummer angegeben. Und da kamen dann doch einige tausend Euro zusammen, die mir also sehr, sehr, sehr geholfen haben, muss ich einfach sagen. Und was eben ein Nebeneffekt ist, wenn man diese Reiseberichte mit diesen vielen Etappen dann aneinander heftet, kann man ohne relativ großen Aufwand ein Buch draus machen. Und das habe ich auch gemacht. Ja. Man schaut dann nur noch, dass der rote Faden stimmt und dass die Rahmenhandlung und bestimmte Erlebnisse werden dann im Buch natürlich ein bisschen intensiver beschrieben. Auch geschichtliche, die mich auch immer sehr interessiert haben. Das war ein schöner Tipp aus dem Internet, aber ich weiß leider nicht mehr, woher ich den hatte. In welchem Zeitraum war deine Reise? Ich bin 2014 zurückgekommen und war 7 Monate unterwegs. Ein Monat früher, weil mein Papa drohte zu sterben mit 92. Dann hatte ich dann die Reise mehr oder weniger. Bin schneller nach Kapstadt, als ich eigentlich wollte. Und einen Monat später ist er dann auch leider verstorben. Aber die 7 Monate waren schon phänomenal. Ja. Und die Menschen, die man kennenlernt, wenn man allein reist, ist schon verrückt. Also ist natürlich ganz anders, als wenn man zu zweit oder in einer Gruppe reist. Weil die Leute kommen eigentlich mal sehr, sehr, sehr schnell auf einen zu und vermitteln einem auch immer das Gefühl, dass sie auf einen aufpassen, weil man allein ist. Das ist eigentlich ganz egal, ob das Indien ist oder ob das Afrika ist oder wie jetzt für mich vor 3 Wochen noch in Brasilien. Das ist überall auf der Welt so. Ja. Hätte mir früher nie vorstellen können, dass alleine Reisen auch spannend und interessant ist. Und ganz anders ist als mit jemand zusammen. Na klar, ich war mal nur eine Woche unterwegs alleine, aber das ist schon was anderes, als irgendwie mit zu zweit oder mit einer Gruppe unterwegs zu sein. Ja, man sucht ja auch den Kontakt zu Menschen und das ist ja nicht verkehrt. Ja. Und die sind natürlich auch sehr offen, wenn man allein ist. Aber du hast ja auch ziemlich viel Zeit mit dir allein verbracht. Kann man sagen, ja. Mit mir und meiner Musik. Ich habe mitten im Busch, also als letztes vielleicht, wirklich einsam und ringsrum, du hörst ja dann die Hyänen alle schreien und Löwen hatte ich da nicht gehört, Lagerfeuer gemacht, habe die Türen offen gehabt, weil da die Lautsprecher drin sind und habe richtig schöne Rockmusik gehört, an meinem Lagerfeuer gesessen, die Musik für mich und auch gegen die Tiere, die größeren. Auf einmal hörte ich Motorengeräusch, kam ein Land Rover an mit 2 Holländern und sagen, Mensch, wir haben die Musik gehört, dürfen wir uns hier mit zusetzen? Ich sage, na, kein Problem. Dann hatten sie gesagt, wir haben auch noch eine kühle Kiste, einen kühlen Karton Bier dabei. Ich sage, kommt her. Hat die Musik dafür gesorgt, dass ich im einsamsten Busch Leute das gehört haben und dann mich gefunden haben. Das war verrückt. Ja klar, da erlebt man immer schöne Sachen. Ja, ja. Aber da können andere Reisende natürlich auch viel erzählen. Aber das ist interessant, dieser Art von Reisen. Hat man in keinem Ballermann oder in keinem Pauschalreise. Ja klar. Weil du vorhin gesagt hast, du hast eine Tabelle gemacht. Was hat die Reise ungefähr gekostet insgesamt? Also ohne das Auto jetzt? Naja, ich kann es jetzt nur sagen, mit dem Auto. Ich habe das Auto danach wieder verkaufen müssen, weil es einfach die Ausrüstung des Autos, das ging nachher bis, also einschließlich Kauf, hat das Auto an die, weiß ich nicht, 45.000 Euro gekostet. Das heißt, ich musste den auch wieder verkaufen. Und mit dem Verlust, den man beim Verkauf auch letztendlich immer macht, hat die Reise insgesamt so etwa 34.000 Euro gekostet. Ist schon eine Menge und
habe ich auch eine Weile dran geknabbert, aber ich habe nicht einen Euro bereut. Ich habe eben, wie gesagt, ja, klar, ich mein, auch ein Buch draußen geschrieben und vertreibt das Buch ja jetzt auch. Und dann, dadurch kommt man auch wieder ein bisschen was zusammen. Ja, ja, ich meine, wenn es um einen Lebenstraum geht, dann... Ja. Ja. Aber in der Erde, da muss man nicht überlegen. Gibt Sachen, die müssen einfach sein. Ich möchte noch gerne die große Südamerika-Rundreise machen, aber da kommt es eben darauf an, ob man das alles so zusammenbekommt. Nein, in Südamerika werden ja ab und zu auch Autos verkauft. Ja, habe ich gehört. Ja, das, vielleicht muss man das dann auch nutzen. Je nachdem, in welchem Zustand die sind. Also für mich war es wichtig, dass mein Auto wirklich in einem sehr guten Zustand war und mich auch wirklich nicht im Stich gelassen hat. Klar. Ja, das kann ja je nachdem auch fatal sein, gerade wenn man allein unterwegs ist. Ja, hängt ja das Leben dran, ne? Ja. Muss man sagen. Ja, man kann diese Etappen, die ich da gemacht habe, kann man auf meiner Website mal sehen. Da sind die drin und da sieht man, welche Etappen ich gebildet hatte und welche Summen da zusammenkamen. Ja. Sind auch die Website verlinke ich dann in den Shownotes. Ein paar Reisebeschreibungen sind auch noch drin. Ja. Kann man gerne mich mal besuchen. Welchen Tipp hast du noch? Was fällt dir noch ein, was man noch beachten muss, wenn man durch Afrika fährt? Also aufpassen mit den deutschen Botschaften, mit den hinterhältigen Fliegen. Naja, meine, wenn man so, also Afrika ist, hat ja nur so viele Länder. Klar, man muss auch viele Grenzen überschreiten. Also wenn man kann, und ich habe das weitgehend so gemacht, habe ich mich auf große Backschischzahlungen nicht eingelassen. Ich war dann auch ein bisschen stur, weil da gibt es auch viele Reisende, die dann auch die Normen ziemlich versauen, indem sie eben schnell was rüberreichen und sagen, ja, ich will hier auch schnell durchkommen. Aber diese Summen werden meistens ganz schnell immer größer. Und da habe ich dem auch oft Nein gesagt. Also, und wenn man da stur ist und sich dann auf den Campingstuhl setzt und ein Buch herausnimmt und liest und man den Grenzern dann zeigt, dass einem das eigentlich ziemlich wurscht ist, wie lange man hier sitzt, dann lenken sie meistens ein. Das ist also, das ist ein Tipp, den muss man manchen auch nochmal extra sagen, weil viele Reisende da auch relativ egoistisch sind. Na ja, klar, entweder man hat Geld oder man hat Zeit. Ja, klar. Was natürlich auch immer wieder ein guter Tipp für Grenzen ist, den man sicher auch in Büchern, ich habe fast immer von Büchern von dem Reise-Know-how-Verlag gelebt in den einzelnen Ländern, was auch zu lesen ist, dass man halt eben, wenn Zöllner das Auto durchchecken wollen und die können das über Stunden hinziehen, klar, immer Schuhe ausziehen, immer vorher barfuß in Sandalen und selbst barfuß ins Auto einsteigen und dann ihnen barfuß zeigen, sie mögen doch bitte ins Auto reinkommen, aber nur ohne ihre Schuhe. Und dazu sind die meisten Zöllner zu faul oder wollen ihre alten Socken nicht zeigen, lehnen sich dann ins Auto ein und ziehen ab. Das hat also in 99% der Fälle damals in Indien schon und auch in Afrika eigentlich geklappt. Ja, das ist ein guter Tipp. Weil die akzeptieren einfach, dass man in einen Wohnbereich, wo auch Betten drin sind, tatsächlich ohne Schuhe reingeht. Und man, ja. man steigt ja vorher ein und ist barfuß auf seinem Teppich und lädt sie ein, komm da rein, guck doch alles an. Aber die ziehen die Schuhe nicht aus. Ja, das ist so. Ich habe es auch bloß irgendwo gelesen, es funktioniert immer noch. Ja klar, es ist ja irgendwo ein häuslicher Bereich, also ja, auch wenn er nicht so klein ist bei so einem Land Cruiser. Ja, das spielt keine Rolle. Ja. Ja, und eben auch den Impfschutz. Also ich habe mir eben vor Afrika, es waren glaube ich 12 Impfungen, einschließlich Wiederauffrischung. Da sollte man nicht sparen und auch nicht blauäugig sein. Das habe ich gemacht und das war auch, glaube ich, ganz gut. Ja. Also selbst die Tollwut war dabei und so. Meine Gelbfieber ist ja Pflicht. Aber ja, die Tropeninstitute helfen da ganz gut. Ich bin dann stellenweise zu Hause auch meine Treppen nicht mehr hochgekommen, vor lauter Impfungen, aber war ja bloß ein paar Tage und dann war das wieder gut. Ja.
Welches Infomedium würdest du empfehlen? Also es gibt ja vom Auswärtigen Amt die Seite und so Sachen. Reise-Know-how hast du jetzt schon gesagt. Was würdest du da empfehlen? Naja, ja, das Infomedium, also man muss eigentlich dann auch immer wieder die Botschaften anrufen und sagen, hat sich irgendwas geändert? Ich bin ja auch auf der ägyptischen Botschaft gewesen, die haben mir gesagt, ich hatte mein Carnet de Passage fürs Fahrzeug, ich hatte alle gültigen Papiere, mein Visum und trotzdem haben sie mich wieder rausgeworfen. Also man kann wirklich nur eins machen, dass man vorher die Grenzübergangsstellen nochmal anruft. Und einfach nochmal schwatzt, ob alles in Ordnung ist, wenn ich hier ankomme. Ich habe alle Papiere, um dann solche Überraschungen nicht zu erleben. Also das ist schon, und speziell für Afrika, es ist jetzt ein privater Tipp von Leuten, die ich gar nicht selbst kenne. Ich hatte selber in meiner Vorbereitung, hatte ich eine Internetseite, einen Blog gefunden von zwei jungen Menschen, die 3 Jahre da weltweit unterwegs waren und dann eben auch durch Afrika durch sind. Ich habe keinen Blog mit so viel Freude gelesen wie den und auch viele Informationen rausgenommen. Und wenn man es weitergeben kann, www heißt Toyo Tours, also von Toyota. Die hatten auch einen Land Cruiser. Und Andrea und Georg. Und also, aber die haben das in so einer erfrischend tollen Art geschrieben. Also ich bin da ganz begeistert heute noch. Ich gucke jetzt mal, obwohl es jetzt schon wieder eine Weile her ist, immer noch da rein und lese mir hin und wieder einzelne geschriebene Seiten von den Burschen nochmal. Ganz toll. Also kriegt man eine Menge Informationen, muss man wirklich sagen. Ja, super. Also auch zu Koordinaten und zu bestimmten Orten, die man dann auch nachreisen kann. Mal eine andere Frage. Wen könntest du dir vorstellen, hier bei Work and Travel 2.0 im Interview? Wen würdest du da gern hören? Ja, zum Beispiel diese beiden. Sehr gerne sogar. Ich hab die beiden kennengelernt. Die wissen auch gar nicht, dass es mich gibt. Dass ich es gelesen habe. Ich war halt einer von, ich glaube, die hatten 50.000 Klicks da auf ihrer Seite. Oder noch mehr. Also, wenn die mal interviewt wird, das würde ich gerne hören, weil. Ja, schreibe ich mal an. Weil die sind einfach auch köstlich. Das ist richtig gut. Ja, Kotzkot, Ja. also, ich weiß nicht, ob sie es machen. Die wohnen auch irgendwo in der Nähe von München, glaube ich. Aber wo genau, ich müsste jetzt auch die Seite wieder raussuchen. Ja, da gucke ich mal rein und schreibe die mal an. Ja, wäre bestimmt interessant. Weil die waren eben auch in ganz Amerika, sind bis zur Südspitze Südamerikas und sind dann von Südamerika rüber nach Kapstadt und dann quer rüber wieder nach Afrika nach oben. Und das eben auch insgesamt in 3 Jahren. Das heißt, die haben sich wirklich Zeit gelassen. Ja. Ja, super. Deine Website, sag die nochmal die URL für die Leute, die nicht unbedingt bei Work and Travel in die Shownotes reingucken wollen. Das ist A Man on Tour. Ja, Wie war das? www.a-man-on-tour.com. Willkommen. Also, da sieht man alles dann. Das auch Kontakt zu mir selber, wer mal Tipps Ja. braucht oder konkret werden möchte, kein Problem. Ja, und deine Bücher sind auch verlinkt. Ja, sind auch dann. Okay, prima, dann vielen Dank für das Interview. Ja, kein Problem. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und bis zum nächsten Mal bei Work and Travel 2.0.de. Ciao. Danke, mach's gut, Michael. Tschüss. Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com/workandtravel2.0. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.